Heute Gast in der Radio Tirol Nahaufnahme, ein Fotograf, der in den Medien auch als Schreckensgespenst der Touristiker bezeichnet wurde schon. Ein Fotograf, der die Auswüchse des Massentourismus zeigt auf Skipisten, der Fotos, Bilder zeigt von Müllbergen auf Skipisten, von Saufgelagen im Schnee, von der Verschandelung der Landschaft durch den Tourismus. Guten Morgen, Lois Hechenbleichner. Guten Morgen. Lois Hechenbleichner, bekannt im Inland und vor allem auch im Ausland. Ausstellungen von der Schweiz über Deutschland bis hin nach New York oder nach Japan. Sie sind international bekannt als Fotograf in Österreich, aber insbesondere Tirol, nicht unbedingt überall erwünscht. Durchaus, ja. Es bringt mein Thema mit sich. Was macht denn da Lois Hechenbleichner so Schreckliches, dass man ihn gar nicht so gerne mag in Tirol? Vielleicht ist es das schmerzhafte Bild, in den eigenen Spiegel zu schauen. Mich hat es sehr interessiert, diesen Verwandlungsprozess Tirols von einer bäuerlichen Welt in eine massentouristische Welt festzuhalten. Meine Eltern kommen beide von Bauern auch. Mein Vater war Käser. Ich habe meine ganze Jugendzeit auf der Alm verbracht. Habe von daher einen starken emotionalen Bezug zum Bauernstand auch. Und wie sozusagen die Rush-Hour des Massentourismus reingebrochen ist über Tirol, bin ich selber in dieser Welt groß geworden. Meine Eltern haben eine Gästepension gehabt, die sie dann ausgebaut haben auf 40 Betten, dazu noch ein Café. Und von daher bin ich wirklich sehr, sehr tief sozusagen in diesem Getriebe drinnen gesteckt und habe diese Welt sehr hautnah kennengelernt. Ich habe aber auch, wie ich dann später meine vielen Reisen gemacht habe nach Asien, Vietnam, Burma, Neuguinea, Philippinen, Israel, Kambodscha, alles Mögliche, wo ich dort war. Als ich wieder zurückgekommen bin nach Tirol, hat mich immer dieser immense Wandel, dieser Selbstzerstörungsprozess, möchte ich fast sagen, sehr, sehr irritiert. Und als Fotograf ist man natürlich ein sehr stark visuell ausgerichteter Mensch. Also ich nehme meine ganze Umwelt überwiegend in Bildern wahr und bin da viel, viel direkter dran als vielleicht ein Mensch, der sonst durch den Alltag geht und das nicht so wahrnimmt. Und von daher habe ich das gesehen, dass das irgendwie ja fast so etwas wie meine Lebensaufgabe werden wird, diese Prozesse festzuhalten. Und ich bin dann vor ungefähr ja, 8 Jahren inzwischen in den Bereich der Fotokunst gegangen, habe umgestellt auf Großformat-Fotografie mit einer großen, schweren Kamera sozusagen, was für mich auch eine große Umstellung war. Aber mich hat interessiert, das ganze Thema in den Kunstbereich zu bringen, um auch von dieser Welt ernst genommen zu werden und sich hier eigene Position zu schaffen, war natürlich sehr, sehr schwierig, vor allem weil in meinem Thema auch nicht gerade eines ist, für das man umarmt wird. Sie sprechen ja auch von der Disneylandisierung der Richtig. Berge, der Alpen. Sie haben natürlich tausende Bilder gemacht. Was wären so die ersten Bilder, die Ihnen einfallen, wenn Sie von Disneylandisierung sprechen? Erstens muss ich mal sagen, dass Tirol natürlich in einer unglaublichen Selbstherrlichkeit badet. Insofern, dass das touristische Sprachrohr, das ja in diesem Land doch ein ganz großes Gewicht hat, wo auch eine ganz große oder fast gänzliche Medienlandschaft dranhängt und da irgendwie die gleiche Melodie mehr oder weniger mitsingt, dass man hier sich von einer Erfolgsmeldung in die andere hinüberrauscht, sozusagen, oder selbst berauscht. Was ich immer vermisst habe, ist die Gegenrechnung, zu welchem Preis man das Ganze auch macht. Dass das Ganze ja nicht nur einen Gewinn darstellt, einen wirtschaftlichen Gewinn, sondern dass wir dafür auch was aufgeben. So wie sich bei uns die Tourismusindustrie jedes Jahr selbst belügt mit neuen statistischen Zahlen. Die sagen noch nichts aus, letztendlich, was dann bleibt. Das ist eine Selbstbetrugszahl, so würde ich sie bezeichnen. Ja. Ich habe auch gestaunt, weil ich ja sehr viel in der Schweiz bin und auch den Tourismus in der Schweiz kenne, wie man bei uns sozusagen auf einen Vollgastourismus gesetzt hat, auf eine Form von winterlichen Unterhaltungsfaschismus, so möchte ich es was bezeichnen, ein Nährboden der alpinen Zwangsbelustigung, ja. Und da gibt es ja bei uns so einige geniale lederbehoste Berufstiroler, so möchte ich sie bezeichnen, die sozusagen ihren Alpenkasperl runterreißen. Und es kommt natürlich beim Städter in dieser kurzen Begegnung oft recht gut an, weil es eine oberflächliche Beziehung ist. Und die sind natürlich sehr angetan von diesem netten Sepp von da oben aus dem Dorf X, egal wo das jetzt ist. Ja. Und eingesetzt natürlich in Wahrheit gastronomische Wegelagerer der Neuzeit, so würde ich sie bezeichnen. Dem Deutschen nimmt man das Geld nicht so einfach ab. Damit es richtig gut funktioniert, muss man ihn einstellen zwischen 0,5 und 1 Promille, dort, wo die Wurstigkeit beginnt. Ja, und das beherrschen sie bei uns grenzgenial. Dieses salonfähig machen einer Massenberauschung, das ist bei uns zur Kultur erhoben worden, die in Wahrheit natürlich eine Unkultur ist, die natürlich einen genialen Umsatz gebracht hat, aber natürlich auch uns eine Sicht von außen beschert hat, die natürlich höchst fragwürdig ist.
Lois Hechenbleichner, Gast in der Radio Tirol Nahaufnahme, der Fotograf, der den Tourismus in Tirol mit etwas anderen Augen sieht als Otto Normalverbraucher, sage ich mal. Die Erfolgsmeldungen haben wir schon angesprochen, dass die Pisten voll sind von Gästen, bringt ja alles bare Münze, der Tourismus. Sie sehen das mit anderen Augen, sagen Sie. Welche Bilder stören Sie am meisten, die Sie eben als Fotograf festhalten? Was hier natürlich passiert, sind Industrialisierungsprozesse, wo man in einer ehemals archaischen Landschaft Systeme reinbaut, die heute in jeder Autofabrik zu finden sind. Es geht um Ökonomie, es geht um Durchsatz, es geht um Faktor Zeit, es geht um maximale Wertschöpfung. Es geht darum, den Gast nicht nur als Menschen zu erfahren, sondern als ökonomische Größe. Man spricht ja auch davon, was lässt der Gast pro Tag da? Allein die Bewertung, oder man sagt halt, der Kongressgast ist der beste Gast. Mhm. Allein schon die Sorge, dass man sagt, das ist ein guter Gast. Ja, was sagt das aus über Menschen? Mhm. Ja, das ist eigentlich eine Tragödie, wenn ich einen Menschen halt nur noch über das Geld erfasse. Der kann sich noch so aufführen, aber wenn er viel Geld hat, dann war es der gute Gast. Was mich auch interessiert, sind Bilder einzufangen, die auch nur für eine gewisse Zeit existieren. Das heißt, wenn jetzt irgendwo ein Konzert ist oder eine Veranstaltung, so wird es sicher alles danach picobello aufgeräumt, überhaupt keine Frage. Und nichtsdestotrotz war der Zustand da. Ja, man kann ihn nicht wegdiskutieren. Das Bild, was wir im Schnee hinterlassen, das ist auch eine Ausdrucksform einer hedonistischen Konsumgesellschaft, die irgendetwas auslebt, die völlig wurscht etwas sozusagen den Nächsten delegiert, das machen nicht die, was das dann aufräumen. Und das ist natürlich eine reine Haltung eines Verbrauchers, der völlig unsensibel sozusagen dann in die Berge steigt und nur noch reiner Homo consumis ist. Ja, und diese Bilder, die sozusagen für Soziologen sehr interessant sind, ja, diese Bilder zu deuten und zu interpretieren. Ich kann es auch teilweise verstehen, dass Touristiker diese Bilder dann mit Zorn betrachten, diese Bilder nicht sehen wollen und trotzdem sind sie existent gewesen. Ich arbeite ja mit der Analogkamera überwiegend, sehr wenig mit der Digitalkamera. Also das ist auch alles auf Filmen festgehalten sozusagen, nicht manipuliert oder überhöht. Ich glaube, dass man diese Bilder mit einem zeitlichen Abstand in 20, 30 Jahren ganz anders bewerten wird und vielleicht auch mit einem nicht gerade guten Gefühl oder mit Kopfschütteln betrachten wird. Was war das für eine Epoche? Was war das für eine Zeit? Ist sowas wie eine Form von Wohlstandsverwahrlosung über das Land Tirol drüber gezogen? Fragezeichen. Sie selbst sind ja Anti-Alkoholiker, trinken keinen Alkohol, sprechen dafür von Tirol auch vom alpinen Promillgürtel. Meinen Sie damit eben diese grenzenlose Sauferei, die auf den Pisten passiert? Ja, man braucht ja nur schauen, wie viele Unfälle das alleine passieren mit betrunkenen Skifahrern. Es ist ja auch sowas wie eine neue Form einer Wirtschaftskette entstanden, diese ganzen vielen Après-Ski-Lokale. Ja? Bei mir geht es natürlich auch um die Maskierung. Und die Almhütte ist ein starkes Symbol des Bauernstandes. Es ist die höchstgelegene Bastion bäuerlicher Kultur in den Bergen. Und die Touristiker haben das irgendwann kapiert, diese Hütte ins Tal zu zerren, sozusagen. Hütten zu zerlegen oder Stadelholz aufzuschichten und daraus diese Almhütte in einer gewissen Form von Serienfertigung zu machen. Denn wenn man heute durch die großen Orte von Schladming, Saalbach-Hinterklemm, Obertauern, Zillertal, Ötztal, Paznauntal, Adelberggebiet fährt, dann findet man, dass immer dieser Hintergrund der Almhütte die Grundmelodie spielt. Und für mich war es dann immer spannend, da mal dahinter zu schauen. Ich habe auch sehr viele Bauphasen begleitet von den Hütten. Und dann habe ich irgendwann dann entdeckt, dass da sozusagen ein gastronomisches Klinikum entstanden ist. Und deswegen heiße ich diese Fotoserie auch Intensivstationen. Denn dahinter sind hochelektronische Steuerungssysteme entstanden, Abrechnungssysteme, wo über unzählige Kilometer Plastikschläuche alle möglichen Getränke gepumpt werden. Und das Spannende finde ich, dass da oben in der Hütte so ein lederbehoster Berufstiroler steht mit kariertem Hemd, der sozusagen den Senner auf der Almhütte symbolisiert, der im Instant-Verfahren imstande ist, Gastfreundschaft herzustellen. Grüß euch, kein Seiner unter dem Motto. Und dann ist der Gast ausgelittert auf den letzten Milliliter. Er unterliegt einer Ökonomie wie in einem Industrialisierungsprozess. Er wird keinen Schluck zu viel bekommen, auch keinen zu wenig. Aber das heißt, der Gestus des Menschen, der Gastfreundschaft, ist nur noch eine gespielte, aufgesetzte. Und dann ist er einem Automatisierungs-, einem Durchschleusungsprozess unterworfen. Ich bezeichne es oft so wie Nutzmenschen in Bodenhaltung.
Ja, dass die Almhütte nur noch eine Kulisse ist. Es ist Potemkin. Deswegen ist Hollywood bei uns längst angekommen. Und es ist noch viel verlogener, weil Disneyland ist zumindest ehrlich in der Form, dass man weiß, dass es eine aufgesetzte Geschichte ist. Lois Hechenbleichner, ein Fotograf, der hinter die Kulissen des Tourismus schaut, der Mühlberge fotografiert, der eben die Technisierung der Hütten, in denen Alkohol ausgeschenkt wird, fotografiert. Der Mensch, der das sieht, was viele von uns nicht mehr sehen, ein international anerkannter und renommierter Fotograf, erst jüngst jetzt für einen internationalen, sehr renommierten Fotopreis vorgeschlagen und nominiert, darüber werden wir später sprechen. Herr Hechenbleichner, Ihr Interesse für den Tourismus, für das Dahinter des Tourismus, gründet eigentlich in der Kindheit. Ja, mein Vater war Käser, meine Mutter hat eine Pension aufgebaut, meine Mutter stammt aus dem Zillertal, sprich geschäftstüchtig. Und irgendwann ist da seine 40-Betten-Pension da gestanden und der Kaffeehaus auch noch dazu. Und von daher habe ich die Wünsche, Bedürfnisse, Anliegen des Gastes sehr, sehr gut kennengelernt und kann mich noch gut erinnern, wie ich als 10-Jähriger auf der Terrasse meiner Eltern gestanden bin und da ist ein deutscher Gast gestanden und ich habe zu dem hochgeschaut wie zu einem Diplomaten. Ja, und ich habe mir gedacht, die schaffen das da zu uns herzukommen und habe den immer in größter Achtung und Würde bewundert. Und erst später, als ich dann mit meinen Dia-Vorträgen auch im Ausland unterwegs war, habe ich auch noch mal Gäste besucht. Da habe ich gesehen, dass die ja wegfahren mussten, weil ihr Lebensumfeld eigentlich so feindlich war. Die waren in einer Stadt gelebt, die haben nicht einmal einen Balkon gehabt. Was tut man da eigentlich, wenn man im Sommer, da muss man die Kinder abhauen, weil die halten das ja nicht mehr aus. Und dann habe ich auf einmal ein völlig anderes Bild gehabt. Was ist überhaupt Urlaub? Hätten die ein schönes soziales Umfeld, vielleicht ein Häusle im Grünen, dann würden sie gar nicht wegfahren. Mhm. Wir leben ja sogar großteils von dem, dass viele Menschen unter lebensfeindlichen Bedingungen leben. Das sieht man ja auch dadurch, dass sich immer mehr ein Spezialisierungsprozess herausgebildet hat, zum Beispiel eine Region wie Serfaus, wie Sladis, die sich ganz auf Familienurlaub spezialisiert haben. Mhm. Aber natürlich auch in der Form, dass sie halt natürlich da oben auch eine Disney-Fabrik gebaut haben, die schon höchst ein Fragezeichen wirft. Ihre Mutter, eine geschäftstüchtige Zillertalerin, wie Sie selbst sagen, das Oberhaupt Ihrer Familie, haben Sie einmal in Ihrem Interview gesagt, war nicht der Vater, sondern der Tourismus. Richtig, ja. Weil der hat natürlich das ganze Leben von uns dominiert. Aber da bin ich nicht der Einzige. Ich glaube, die große Geschichte von vielen Kindern, die im Tourismus aufgewachsen sind, dass sie sozusagen nebenher aufgewachsen sind und neben dem Tourismus groß geworden sind, aber eigentlich nicht wirklich mit der Familie, mit den Eltern groß geworden sind. Und ich glaube, dass die Eltern das niemals in einer bösen Absicht gemacht haben gegen ihre Kinder. Da will ich alle Eltern sagen, sondern es war eine Riesenchance. Es war ein reiner Nachfragemarkt. Meine Eltern haben nicht einmal ein Prospekt gehabt, sondern die Gäste sind von selbst gekommen. Ja. Mhm. Und da hat halt jeder das versucht, für sich das Beste daraus zu machen. Ja. Nur viele haben natürlich nicht verstanden, was es auch mit den Kindern macht oder dieses ständige Beiseiteschieben und immer den Gast ins Zentrum des Lebens zu stellen. Ne. Da sind natürlich sehr viele Kinder unter die Räder gekommen, im doppelten Sinne des Wortes. Und ich habe einmal, da bin ich ins Teletag gefahren, weil ich ja auch sehr viel diese ganzen massenverkauften Almabtriebe fotografiert habe über die Jahre hinweg. Vor Meierhofen hat einmal ein Bauer einmal zu mir gesagt, meine Rindviecher geben Geschnachzen eine Ruhe, aber die anderen geben keine Ruhe. Aber das war eigentlich ein starkes Symbol, weil es sind ja auch sehr viele Bauern auch Touristiker geworden, ja, und die dann auch später erkannt haben, dass es eigentlich einfacher gewesen wäre, bei den Kühen zu bleiben, weil die Zweibeinigen etwas schwieriger zu bewirtschaften sind. Auch wenn es vordergründig vielleicht so ausschaut, es ist mehr Geld drin. Aber wie ich schon eingangs gesagt habe, eine Gegenrechnung machen, zu welchem Preis? Mhm. Vor allem müssen Sie nur zweimal am Tag gemolken werden. Genau, richtig. Sie sagen, als Kind wurden Sie durch den Tourismus zu einer Lebenslüge gezwungen. Wie meinen Sie das? Tourismus ist ja vielfach natürlich eine Maskeradebranche, möchte ich sie bezeichnen. Letztendlich hat man es ja nicht mit Maschinen, mit Teilen zu tun, sondern mit reflektierenden, fühlenden Wesen, sprich mit Menschen. Und das bedingt natürlich einen gewissen Umgang. Aber natürlich, gerade bei Kindern, die da aufgewachsen sind in Betrieben, und da gibt es Tausende in Tirol, die sind natürlich da immer dazu gezwungen worden, ein gewisses Bild zu kreieren, dem Gast gegenüber gefällig zu sein. Ich möchte fast sagen, so einen Show-Tiroler zu machen. Mhm. Ja, und das ist ja vielfach passiert. Ich meine, dass ein Felix Mitterer die Biefgesage machen konnte, das konnte ja nur passieren, weil jeden Tag dieses Drehbuch gelebt wurde. Er hat es nur bravourös umgesetzt, dann hat es
dann vorgehalten. Ich war damals selber sehr betroffen, dass die Leute so reagiert haben. Die haben nicht in den Spiegel schauen können. Der Mitra hat nur ganz präzise das aufgezeigt, was da war. Eigentlich etwas, was Sie auch machen? Ich mache es halt mit fotografischen Mitteln, in einer vielleicht schmerzhafteren Form, in einer intellektuelleren Form, im Ausstellungskontext. Natürlich tut es auch mehr weh. Ne? Vor allem muss kein Drehbuch geschrieben werden, Sie fotografieren einfach das, was Sie sehen. Genau, ja. Lois Hechenbleichner, Sie wurden ja auch schon öfter boykottiert in Sachen Ausstellung. Richtig. Stichwort Zillertal. Genau. Zillertal ist natürlich eine ganz spezielle Geschichte. Ich arbeite auch an einem Buch über das Zillertal. Das wird noch einige Jahre dauern, bis es kommt. Eigentlich liegt alles da, aber ich habe so viele andere Buchprojekte noch, dass ich es einfach nicht schaffe. Vor 2 Jahren bin ich extra 2-mal nach Berlin geflogen, ins Staatsarchiv, habe da ganz tolles Material ausgehoben zu dem Thema. Aha. Das Zillertal hat natürlich eine, der Ruf kommt ja nicht umsonst. Dann haben sie sich auch selber erarbeitet. Höchst tüchtige Leute, überhaupt keine Frage. Aber ich würde es mal so bezeichnen, dass es auch so etwas wie eine kulturelle Grundbeschädigung gibt. Auch wenn es dort da drinnen so viele unglaublich talentierte Volksmusikanten gibt. Ich will jetzt da diese ganzen Verstärkermusikanten einmal weglassen, weil die nehme ich nicht so ganz ernst. Aber diese Grundfreude, dieses Elixier zur Musik ist da drinnen extrem ausgeprägt und auch höchst talentiert. Das will ich mit Bewunderung auf alle Fälle stehen lassen. Aber natürlich, was sonst auftritt da drinnen, dieser Supergau drückt sich ja jedes Jahr im Winter aus, wenn wir im Radio die Staumeldungen hören. Und in Wien auf einer Tourismusmesse hat man dann einmal erzählt, der Touristiker gesagt, ja, dadurch wissen die Leute zumindest, dass bei uns immer was los ist. Ja, das heißt, das schlimmste Szenario schaffen sie dann auch für sich noch positiv umzudrehen, um den Spiegel der Wirklichkeit nicht wirklich tiefer hineinzuschauen. Weil im Prinzip ist es ein Desaster, was da abläuft, verkehrsmäßig. Selber verschlimmert man sich die Lebensqualität. Mit so viel Unsensibilitäten, weil auch zum Beispiel kein Bildungsprozess passiert ist, was Architektur betrifft. Architektonisch ist es ein Kriegsgebiet, würde ich es bezeichnen. Ja, reine Tragödie. Es gibt jetzt zum Beispiel zwar die Meierhofener Bergbahnen, die kontinuierlich einen sehr guten Architekten da angestellt haben. Das sind so kleine Zeichen, wo was passiert. Aber da ist so viel an Negativen passiert und an Selbstzerstörerischen, dass es wirklich fast zum Weinen ist. Und mir kommt auch vor, als ob da die Fähigkeit zur Selbstreflexion nicht vorhanden ist. Aber ich kenne viele Gästeschichten, die gerade deswegen das Zillertal meiden. Also wenn ich vorhin über das Zillertal gesprochen habe, habe ich eher ein Verbot, ein Boykott gemeint. Sie wissen, wovon ich spreche. Genau, ja. Ja, 1997 ist meine Fotoausstellung über das Fanpublikum der Zillertaler Schützenjäger vom Bürgermeister und vom Tourismusobmann verboten worden. Das war damals schon ein Provinzskandal, könnte man bezeichnen. Ich habe einfach sehen müssen oder erfahren müssen, wie dünn die Luft ist in Tirol. Man hat da ein Europahaus, man umgibt sich mit europäischen Begriffen. Und letztendlich war es dann nichts anderes als ein Provinzhaus, wo dann wieder der Bürgermeister, der Tourismusobmann das Sagen haben, die Dorfkaiser sozusagen. Und es hat dann mit dem ORF Tirol eine Gegenüberstellung gegeben mit dem Bürgermeister von Meierhofen. Und ich habe ihn gefragt, warum sie das verbieten. Es ist eins, das interessantes Phänomen, das Konzert darf sein. Bilder davon werden verboten. Eine Dokumentation abbildet der Realität. Wie kann das sein? Ich habe ihm erklärt, würde meine Ausstellung den gleichen Umsatz bringen wie das Live-Ereignis, bin ich sofort euer Partner. In dem Moment, wo der Geldmoment nicht mehr dabei ist, muss es weg. Was waren das denn für schreckliche Bilder, dass sie verboten wurden? Was mich so schockiert hat damals, das war diese kulturelle Selbstzerstörung. Die Schützenjäger waren ja in Europa damals die populärste Volksmusikgruppe. Keine Frage, die hatten ja 2 Sattelschlepper mit Merchandising-Produkten. Es hat sie alles gegeben, vom Schützenjäger-T-Shirt bis hin zum Schützenjäger-Kondom, bis hin zur Schützenjäger-Bettwäsche. Und ich habe mich gefragt, warum sind Menschen dazu bereit, Geld auszugeben? Wenn sie das anziehen, schauen sie aus wie Teilidioten. Also was ist da auch für ein Kulturverlust aufgetreten in der Wahrnehmung des eigenen Ichs? Dass sich die Leute gegen Bezahlung selber zum Idioten machen. Zum Beispiel haben sie ein T-Shirt gehabt mit einem Text drauf, Sex und seine Konsequenzen. Jetzt ist ja nicht jeder gerade als Prinz geboren und ich finde es auch einen unheimlich zynischen Umgang mit den Fans. Wobei ich ihnen nicht absprechen möchte, dass sie von Musik auch was verstanden haben. Was sie aus Fachkreisen gehört haben, war das sehr wohl auch ein Talent da, ja, was nicht bei jedem in Tirol der Fall ist. Man hört raus, sie sind nicht unbedingt oder waren nicht unbedingt Schützenjäger-Fan, wie auch immer. Ein anderer ist Hansi Hinterseer. Sie sind ja regelmäßiger Besucher gewesen, der Hansi Hinterseer-Fanwanderungen. Ja, ich fotografiere jetzt seit 18 Jahren im Bereich der Volksmusik. Ich fotografiere speziell die Fans. Das ist ein
soziologischer Zugang, den ich habe, wo ich so Typologien, Charakterstudien mache. Die werden auch mit der Großbildkamera fotografiert. Da braucht man ja mindestens eine Viertelstunde, bis ein Bild entsteht. Das heißt, man muss die Leute aktiv auf sie zugehen, man muss sie fragen. Sie müssen einen Rechtsvertrag unterschreiben, sonst geht es gar nicht. Ja? Mhm. Das ist ganz sensibel bei der Personenfotografie. Und das ist auf der anderen Seite auch sehr interessant, weil man einen persönlichen Kontakt zu den Fans bekommt. Beim Hinterseher war es natürlich auch eine sehr, sehr spezielle Geschichte, wo sozusagen auch wieder Massen bewirtschaftet wurden, wo natürlich der musikalische Moment nur noch ein synthetischer Big Mac war, weil, und das ist jetzt ja kein persönlicher Vorwurf, sondern einfach eine Feststellung, die ja schon viele getroffen haben, dass das Ganze eine reine Playback-Industrie ist. Ist überhaupt Volksmusik sowas oder volkstümliche Musik so etwas wie ein Feindbild des Lois Heichenbleichner? Na, Feindbild wäre für völlig falsche Wort, weil in dem Moment, wo ich das als Feind sehe, da mache auch ich was falsch, nicht? Sondern ich beobachte es mit Staunen. Deswegen fotografiere ich das ja auch, weil ich glaube, dass das irgendwann vorbei ist. Das geht gewisse Jahrzehnte und irgendwann verbraucht sich diese Branche auch selber, weil sie nicht authentisch ist. Und trotzdem muss man sehen, dass es eine gewisse Gruppe, eine gewisse soziale Schicht gibt, die das für sich ernst nimmt, wichtig nimmt und für die sogar einen bedeutenden Lebensinhalt bedeutet. Und ich glaube, dass diese Bilder, deswegen mache ich es ja auch, dass die mit einem zeitlichen Abstand in 20 Jahren, 30 Jahren ganz anders gelesen und gedeutet werden. Seit 18 Jahren fotografiere ich eben das Thema und ich habe das außer damals in Innsbruck im Exil, weil die Ausstellung im Mai nicht passieren durfte, ist es einmal ausgestellt worden, ansonsten nie wieder. Das heißt, es ist auch wie ein guter Wein, das lasse ich einfach liegen und irgendwann ist die Zeit reif und diese Bilder werden dann in einem sehr seriösen, ernstzunehmenden Kontext ausgestellt und dann wird man das völlig neu sehen, neu betrachten. Mhm. Lois Heichenbleichner, Ihre Fotografien werden ja wirklich international ausgestellt, geschätzt. Wir haben es bereits zu Beginn der Sendung gesagt, Schweiz, Deutschland, Frankreich, bis hin nach New York, nach Tokio. Zu Hause hier in Tirol werden Sie des Öfteren eher als Nestbeschmutzer bezeichnet und gesehen. Es ist sehr, sehr schwierig mit dem umzugehen für Sie persönlich? Es ist sicher nicht lustig. Man merkt die Isolierung, die Kälte um einen, dass es gewisse Leute gibt, die mich bewusst meiden. Aber es ist ja nicht so, dass mich alle meiden. Man muss zu dem stehen, wenn man das Thema macht. Umso mehr findet die Anerkennung im Ausland statt für diese Arbeit. Und von daher weiß ich zumindest, dass ich nicht Realitätsverlust habe. Ja. Wenn mich heute Museen und Galerien in der Schweiz, wo ich sehr viel bin, ausstellen, dann sieht man deutlich, dass es dafür ein großes Interesse gibt, dass das Thema ernst genommen wird. Und letztendlich schaue ich ja immer auch, dass ich bei meinen Büchern schaue, dass ich mit Kulturwissenschaftlern, Kunstwissenschaftlern zusammenarbeite, dass dieses Thema auch ernst aufgearbeitet wird und nicht irgendwie billig in den Dreck verrissen wird. Dass dahinter auch ein sehr, sehr ernstes Anliegen steht und nicht, dass es voll ein niedriger Instinkt ist, dass ich dieses Land oder die Menschen in die Pfanne hauen möchte. Weil dann wäre es der völlig falsche Ansatz für meine Arbeit. Mhm. International bekannt wurden Sie vor allem eben durch diese Fotoserien, die Sie schießen. Wir haben bereits erwähnt, Intensivstation, wo Sie eben auf die Ähnlichkeit zwischen den Schlauchleitungen für Jagertee und Glühwein mit medizinischen Apparaten verweisen. Gletscherpathologie, da sprechen Sie selbst von den Leichentüchern, die auf die Gletscher gelegt werden im Sommer, damit eben die Gletscher nicht vergehen, damit eben möglichst lange noch auf den Gletschern Ski gefahren werden kann. Sie vergehen ja trotzdem. Der Mensch versucht hier natürlich einen Prozess aufzuhalten, dass jenseits seiner Macht ist. Dieses Zurücknehmen der Natur ist für Menschen fatal. Wir müssen schicksalshaft zuschauen, dass wir da einfach zu klein sind. Und das, glaube ich, ist auch ganz was Wichtiges, weil es den Menschen zurückweisen soll auf seine ursprüngliche Form und sollte ihn auch verweisen auf eine gewisse Demutshaltung, weil wir führen uns auch wie die Herrscher und die großen Macher. Und jetzt passiert eben folgender Prozess auf den Gletschern eben, dass durch die Klimaerwärmung den Gletscher zum Abschmelzen bringen und ihn wie ein Eislutscher, den man einfach so weglegen, in die Sonne auf einmal wegschmilzt. Und für das, was da Geld investiert worden ist von den Unternehmen, ist es natürlich ein höchst schmerzvoller Prozess, den ich auch nachvollziehen kann. Und ich lache da überhaupt nicht drüber oder spotte auch über sowas nicht, weil jedes Unternehmen braucht letztendlich Gewinn, um es überhaupt wirtschaftlich führen zu können. Und von daher ist es für die wirklich fatal und schicksalshaft, was da passiert. Aber letztendlich ist es ein natürlicher Prozess, den wir mitkreiert haben. Lois Heichenbleichner, wir haben kurz über internationale Anerkennung gesprochen. Internationale Anerkennung gibt es auch durch internationale Preise. Ich möchte nur erwähnen, King Albert Mountain Award letztes Jahr, der Kodama Award Best of the Year 1995-96 und jetzt, und da muss man wirklich sagen, das spielt sich in der Elite der internationalen Fotografie ab,
ein Preis, für den Sie nominiert wurden, für den Sie gar nicht selber sich bewerben können. Richtig, ja. Das ist der Prix Pictet, der geht von Genf, also in der Schweiz aus. Ist in dem Bereich Umwelt der bedeutendste Preis weltweit. Ich habe sehr große Freude gehabt, dass ich dafür nominiert wurde, weil man kann dafür nur berufen werden, sozusagen. In dieser Jury sitzen nur internationale Museumsleute und Galeristen, Kunstwissenschaftler. Das hat mich natürlich ungemein gefreut und auch bestärkt in meiner Arbeit und auch, dass diese Arbeit eben inzwischen ja, internationale Bedeutung bekommen hat. Ich habe letzten Freitag die Bilder abgegeben und im Oktober findet jetzt die erste Auswahl statt für die Vorjurierung und die erste Ausstellung findet dann in London in der Albert Hall im April 2014 statt und ich hoffe, dass ich da dabei sein darf. Ist so eine internationale Anerkennung so wichtig, eben wenn man zu Hause nicht immer so positiv betrachtet wird? Wie wichtig ist das für Sie? Ist das so etwas wie der Bär den Honig einsaugt? Ist das so ein Preis, so etwas für den Fotografen Lois Hechenbleichner? Ja, nachdem ja meine Arbeit, sage ich jetzt einmal, sehr spekulativ ist, weil ich ja auch sozusagen ins Blaue arbeite, dass ich Fotoserien mache, die über viele Jahre, wo ich gar nicht weiß, ob daraus was wird. Ich verkaufe meine Bilder überhaupt nicht schnell oder ich bin auch bei keiner einzigen Agentur dabei. Also ich halte mich da sehr, sehr zurück und sehr bedeckt. Ich verkaufe nur ganz selten an Bilder, zum Beispiel ans Zeitmagazin nach Deutschland, besondere ausgewählte Medien, die dann meine Bilder auch abdrucken. Und was mir eben wichtig ist, dass es im Kunstkontext, im Museumskontext verstanden wird und dort diese Arbeit ihren Weg gehen wird. Und das ist eben diese eigene Autorenschaft, dass ich bestimme, was ich mache, sozusagen völlig frei, dass ich keine Auftragsfotografie mache, dass ich meinen Themenkosmos selber zusammenstelle, dass ich auch selber recherchiere. Und von daher wird mein fotografisches Werk garantiert erst später mal erkannt werden in der Form von der Komplexität der ganzen Zusammenhänge, weil eben bei uns sozusagen ein unglaublich wirtschaftlicher Betrachtungsmoment auf dem Ganzen liegt, der unglaublich viel ausblendet. Ich habe mal zum Präsidenten der Wirtschaftskammer gesagt, zu meinem Bodenseher, weil die den Slogan geprägt haben, geht's der Wirtschaft gut, geht's uns allen gut. Mhm. Ja, da habe ich ihm gesagt, er soll doch bitte mal die Zahlen bekannt geben, wie viel Psychopharmaka in Tirol verschrieben werden und wie viel das vor 20 Jahren verschrieben worden sind. Und dann sehen wir die Wahrheit, wie gut es den Leuten geht. Solange nicht ein seelischer Parameter mit berücksichtigt wird, solange wir uns weiterhin betäuben mit Zahlen, werden wir immer in einer Lebenslüge leben. Ja, und mir war das wichtig, einfach essentiell auf den Bodensatz runterzuschauen. Und gerade jetzt zum Beispiel im Tourismus gibt es eine unglaubliche Belastung für die Frauen zum Beispiel, die auch eine Doppelrolle haben, dass sie Familien, dass sie Kinder aufziehen müssen. Wie viele das dann nach der Saison in ein Loch fallen, in eine Leere und die große psychische Probleme dadurch miternten von diesem angeblichen Wirtschaftserfolg. Und deswegen ist mir einfach wichtig, das Ganze ganzheitlich zu betrachten, es nicht schlecht machen zu wollen, ja, sondern es absolut als Wirtschaftszweig ernst zu nehmen. Und man kann das auch gut machen. Ja, man kann aber Tourismus auch so machen, dass ich es mir als Lebensfalle baue. Und dann kehrt sich diese Energie gegen mich selber und die Leute gehen daran seelisch zugrunde. Und diesen seelischen Friedhof-Tourismus habe ich unzählige Male auch in Familien erlebt, gesehen oder auch an Einzelpersonen, die dann abgestürzt sind. Wie würde Ihrer Meinung nach ein guter Tourismus ausschauen? Wie sollte der Tourismus ausschauen, dass man sich in der Früh noch in den Spiegel schauen kann? Das Schlimme ist dann natürlich, wenn man in einer Abhängigkeitsspirale ist oder zum Beispiel, mir tun auch viele junge Leute leid, die einen Betrieb erben, der eigentlich ein Rucksack voller Probleme ist und Schulden. Wie sollen die da wieder rauskommen? Oder mir tun auch Betriebe leid, die an Verträgen mit Reiseveranstaltern hängen, die Knebelungsverträge haben, die Preisen ausgeliefert sind, die eigentlich ruinös sind, die, wenn man ehrlich ist, nicht mal einen Deckungsbeitrag darstellen. Diese Leute sind an die Wand gestellt, mehr oder weniger. Ja. Aber letztendlich sind wir schon so ein großes Massentourismusland geworden, dass das Produkt Tourismus auch schon normiert, industrialisiert worden ist. So wie VW oder Mercedes oder BMW jeden Tag ihre zigtausend Autos ausspucken, so haben wir unsere zigtausend Betten da, die irgendwie belegt werden sollen. Da ist es schon, sage ich mal, schon so ein Zwangskorsett geworden, das seinen eigenen Gesetzen folgt und die nicht unbedingt immer den Menschen und seinen Seelenzustand berücksichtigen. Also es gibt auch einen anderen Tourismusweg, der durchaus auch erfolgreich sein kann. Absolut, ja. Im letzten Winter war ich in St. Anton und habe die Gelegenheit gehabt, das Hoteliers-Ehepaar vom Hotel Anton in St. Anton kennenzulernen. Und das war für mich eine sehr spannende Begegnung. Dieses Hotel ist ja auch mit dem Staatspreis für Architektur ausgezeichnet worden. Bei denen ist genau das Gegenteil passiert. Also nicht Feindbild durch sich bleibt, wir sind dann bis Mitternacht gesessen und haben uns bestens unterhalten. Ein ganz tolles Konzept, was die gemacht haben, die auch, sage ich jetzt einmal, eine Würde zu sich selber haben, die selbstbestimmt sagen, wie schaut der Tourismus aus, den wir machen, wie bestimmen, wer einer kommt in unser Lokal.
Ja, es gibt keine Proletarisierung oder Randale da drinnen, keine Saufexzesse. Und das sind für mich jetzt zum Beispiel Leute, die für mich gastronomische Kulturarbeiter sind. Die was in die Welt gesetzt haben, was innovativ ist, was eine jüngere Generation anspricht, was in ihrer Zeit ist. Sie bestimmen den Preis, die verkaufen das selber, sind nicht am Gängelband eines Reiseveranstalters, der sie kolonisiert und preislich knechtet. Und haben was Frisches, was Neues. Die haben es geschafft, sozusagen diesen inzwischen gehassten Lederhosenstil in eine neue Zeit zu wenden, was richtungsweisend ist. Und dann finde ich Tourismus wieder total spannend. Was bei uns eben passiert ist, dieser Massentourismus, der zu einer ganz großen Lüge verkommen ist. Eine Lüge auf vielen Ebenen, zum Beispiel eben das Einsetzen von minderwertigen Produkten, auch in der Küche, weil auch die Unternehmer teilweise an die Wand gespielt sind, weil sie einen so furchtbar schlechten Preis haben, dass sie nicht mehr wissen, was sie tun sollen, außer den letzten Industriedreck dann zu verkochen. Jetzt hört man auch eine weitere Leidenschaft des Lois Hechenbleichner schon leicht heraus. Es gibt ja nicht nur den Fotografen Lois Hechenbleichner, sondern auch den Barista. Da, Lois Hechenbleichner. Kaffee ist ein persönliches Hobby von mir. Ich glaube, ich habe seit 20 Jahren schon mich mit Espressomaschinen befasst. Vor 5, 6 Jahren war ich auf der FAFCA. Ich gehe immer auf die Tourismusmesse natürlich auch. Ich muss mich orientieren, was da läuft. Und da habe ich einen Vortrag gehört vom Goran Huber. Und der betreibt ein Innsbrucker Kaffeeinstitut. Wie es auch bei so Messen oft ist, die meisten so Vertreterquatscher, unnötiger Wortverbrauch, nichts dahinter, reine Verkaufszuhälter. Und dann ist da einer da, der auf einmal etwas erzählt, dass ich wie angebannt stehen bleibe. Er hat über Kaffee gesprochen, dass ich den Hut gezogen habe. Und heuer dann habe ich bei ihm eine komplette Barista-Prüfung abgelegt und den Kurs gemacht, nur aus Leidenschaft. Und ich glaube, dass der Goran Huber ein wahres Geschenk für Tirol ist, weil er etwas hier eingeleitet hat, was bei uns ein unglaublicher Mangel ist, nämlich die Kaffeequalität in Tirol. Ich habe vor kurzem in München, Thomas Leb ist in Deutschland der oberste Kaffeepapst, und Otto Bayer, der ein Haubenkoch ist, gefragt, kann ich sagen, dass in Tirol der Kaffee zu 90% mittelmäßig bis hundsmiserabel ist. Und beide haben ja unabhängig gesagt, der Prozentsatz liegt über 90%. Das heißt, der Zustand der Kaffeekultur in Tirol ist in Wahrheit eine Bankrotterklärung. Warum muss ich beim Brenner fahren oder ich fahre auf den Brenner rauf und ich kriege um 1,10 € einen Super Espresso? Warum zahle ich da mehr als Doppelte und er ist überwiegend hundsmiserabel? Und ich kann es nur jedem Touristiker ans Herz legen, sich diesem Thema zu nähern und da was zu machen. Genau da ist der Schmerzpunkt Tirols. Man will einfach das Maximale rausholen im Sinne des Profits. Es ist eine Unkultur des Nehmens. Und ich sage immer, seid Gastgeber und nicht Gastnehmer. Solange wir nehmen, ist der Ansatz der völlig falsche. Ja, weil der Gast ist schon wieder Betrogene. Er kriegt weniger. Aber wenn ich heute die Kultur des Gebens habe, kommt er wieder. Es gibt ja Leute, die das auch durchschauen. Natürlich kann man eine gewisse Anzahl von Leuten sozusagen ins Dunkle führen. Aber irgendwann weiß man, ob das Produkt authentisch ist oder ob es gut ist. Und da kann ich nur an die Touristik appellieren. Investiert in diesen Bereich. Da könnt ihr noch so viel holen im Positiven. Aber es beginnt damit, dass man zuerst einmal nur einmal das Gute in die Welt setzt und das verbessert. Sie haben selbst einmal gesagt, durch Ihre Fotografien, durch Ihre Annäherung an den Tourismus sind Sie sowas wie ein fotografischer Einzelgänger geworden. Ja, das ganz sicher, ja. Macht das nicht manchmal auch mürbe? Naja, ich habe schon gesehen, ich habe ja auch Fotografenkollegen, die sich nur dem ausschließlich Schönen widmen, weil ich auch glaube, dass viele Fotografen dieses Thema deswegen nicht machen, weil sie Angst haben vor der Konfrontation, vor der Auseinandersetzung, vor der Isolation. Weil ansteht natürlich auch fest, müsste ich von meinen Bildern hier in Tirol leben, ich hätte überhaupt keine Chance. Das geht gar nicht. Und da steckt halt sehr viel Leidenschaft dahinter, sowas wie ein Lebenswerk, das man sich selber da baut. Aber man darf das nie tun aus dem Geldmoment heraus.